Und damit herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Wir stehen hier am Kapitelanfang von Kapitel 5. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Okay, läuft. Also müssen wir hier zum Chemielabor, da die Chemikalien holen. Und hier ist nichts und das gefällt mir nicht. Tu mir auf, die schöne Pforte. Ach ja, hier haben wir ja die Bombe. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Okay, das war scheinbar gerade dieser verrückte Wissenschaftler. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Also gehe ich jetzt wo lang? Ach da, weil da ist jetzt geöffnet und vorher nicht. Egal, diese Stimme, die wir gerade gehört haben, das scheint dieser verrückte Wissenschaftler zu sein, der diese Mutation als Schritt zur oder als Fortschritt der Evolution ansieht. Und ich höre Mutanten. What the fuck? Nee, so schnell. Komm her. In Slow Mo schreien die ja mal saukomisch. Slow-Mo-Geschreie. Ah, hier können wir gleich unsere Stays wieder aufladen. Wunderbar. Ich höre schon wieder dieses Geflüster und ich weiß doch immer nicht, was es sein soll. What the fuck? Okay. Ah, wir gehen aber erstmal kurz an die Werkstatt, an die Werkbank, Entschuldigung, weil ich einen Energieknoten habe und den werde ich in meinen Flammenwerfer hauen. Und erstmal Kapazität, weil im Moment nichts anderes zur Verfügung steht. Ja. Gehen wir hier gleich weiter. Diesmal nehme ich dieses Fass mit und dann kann ich Action machen. Ach so. Weil ich vertraue dem Frieden hier nicht. Igitt. Hat er gerade seine Eingeweide oder so ausgekotzt? Was ist... Boah. Ekelig. Aber er hat 3000 Credits verloren. Das Spiel ist nichts für schwache Nerven. Wie viel Schuss haben wir eigentlich noch auf dem Plasma-Cutter? 29. Ja, langsam wird es wieder ein bisschen knapp, aber wir haben ja noch unseren Flammenwerfer zur Not. Oh, vielleicht hätte ich auch die... Oh, das wird ja jetzt lustig. Oh. Ich sehe dich. Ich töte dich. Ahaha. Moment. Ha, wenn man treffen könnte. Oh, wie ich's wusste. Okay, die schmeißen uns gerade irgendwie das Geld hinterher, habe ich das Gefühl. Du bist definitiv tot. Jetzt kommen wir hier rüber, ja, danke. Und jetzt schnell hier rüber. In der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Ah, und wir können auch mal speichern. So, ich speichere mal lieber, weil ich in der letzten Folge ja wieder ein paar Mal gestorben bin. Und das wollen wir halt nicht riskieren. Und ich will die Aufnahme eigentlich auch nicht mehr so extrem lang machen, weil 25 Minuten Aufnahme jedes Mal ist schon eine Ecke. Das ist für mich anstrengend. Hier ist das Licht ausgegangen. Das ist für euch anstrengend. Ja.
Das muss ja nicht sein, dann ist der Spaß doch viel zu schnell vorbei. Okay. Okay. Wir haben jetzt, glaube ich, nur noch 25 Schuss. Oh Gott. Und wir haben viel zu viel Geld. Von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine beliebte Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Nein. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Zum Glück ist es nur ein Audiolog und kein Videolog. Wenn ich mir vorstelle... Oh nein, ich stelle es mir lieber nicht vor. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Kollegen hier nicht Gesellschaft schließen werden. Kaputt schießen kann ich es natürlich nicht, nein. Die werden da ausbrechen und mich zu Moose hauen. Eieiei. Beziehungsweise ich werde die wahrscheinlich hauen, aber... Ah, Plasma-Energie. Guck mal erstmal in den Kisten, was hier drin ist. Ich wette, wenn ich da jetzt diesen Mischer aktiviere, springen die mich eh an. Und da haben wir ein Schema. Energiekanone. Und wir haben noch Credits aufgenommen. Nochmal umgucken. Ist hier noch was im Raum? Nein, der Plasma-Cutter ist voll geladen. Also haben wir noch einen. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte hier. Was machen Sie? Okay. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert. Das sehen wir den. Und doch machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft. Die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Es war mir klar. Es war mir doch so verdammt klar. Ah, da ist ein Bein weg. Da ist das zweite Bein weg. So, jetzt sehen wir dir. Bist du schon tot oder lebst du noch? Nein, du lebst noch. Abhauen ist eine Spezialität von mir. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kendra, ist da jemand? Nein! Oh, nicht die Viecher! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Dieser Flammenwerfer war doch ganz praktisch. Das interessiert mich gerade gar nicht, was hier alles rumläuft. Nein, nein, nein. Ich werde jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Oh Mann. Es wird ja immer besser. Mutanten, die man nicht töten kann. Hammond ist am Verrecken. Und so ein mieses, fieses Geräusch. Das klingt so ungut.
Nee, ohne Spaß. In safe. In safe. Luftkanister. Medipack wollen auch noch mitnehmen. Und ein kleines auch. Inventar. Oh! Ich höre was, was mir gar nicht gefällt. Ah, erstmal speichern, erstmal speichern. Junge, 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 da mach du nix, da mach du nix. So, wie spät haben wir es? 19.54 Uhr. Hm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann ich aufgenommen habe. Das ist talentiert. Wir gucken, wo wir hin müssen und gucken uns an. Ist da ein Speicherpunkt in der Nähe? Ja, da ist einer. Also gehen wir den Weg noch. Hier müssen wir durch, hier müssen wir durch. Wir wechseln erstmal zurück auf den Plasma-Cutter, obwohl uns unser Flammenwerfer eben gute Dienste geleistet hat. Denn dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird gefährlich und fies. Da ist er schon wieder. Warum kann ich eigentlich nicht hier durchschießen? Klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Psst. Hören Sie es? Es kommt. Beten Sie. Mach mir hier die Tür auf. Ah. Ich will nicht, dass dieses Viech wiederkommt. Das wird mich kaputt machen. Ich weiß, dass es mich kaputt machen wird. Das ist das erste Mal, dass ich echt Schiss habe. Da ist es. Warum ist er zu? Warum ist diese Tür zu? Ah! Fickt euch doch! Moment, gerade zu viel Gemonster-Gedöns auf dem Bildschirm. Irgendjemand hält ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Los! Oh mein Gott. Was? Da ist noch irgendwas. Wo ist das Viech? Ah, ich höre es ganz nah neben mir. Das, ich habe Angst. Das erste Mal, dass ich echt Schiss habe in diesem Spiel. Oh Leute. Nicht gut. Was sind das für Teile? Sind das Crewmitglieder? Crewmitglieder, die mir noch helfen und irgendwie... Oh, Junge, Junge, Junge. Ey, da hinten steht einer. Hallo? Ich kann natürlich nicht auf den schießen. Hallo? Ah!
Okay, ist das so gedacht, dass man so an die ran kann? Ah, die macht mir Angst. Ja. Ich bin Ego und ich habe ein Halbleitergold gefunden. So, und irgendwo war hier doch ein Speicherpunkt. Der muss ganz nah sein. Da ist er. Oh la la. Oh, Alter, was macht dieses Spiel bloß mit mir? Das ist ja nicht schön. Und ich wette, das wird noch schlimmer. Das war erst der Anfang von dem Grauen. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich gehe hier noch kaputt und ich speichere hier doppelt, weil man weiß nie. Oh mein Gott. Ja, das war's denn erstmal für diesen Teil. Ich muss jetzt erstmal meine Panikattacken auskurieren, meinen Verfolgungswahn wieder ein bisschen runterfahren. Oh mein Gott, ich bin Zero Control. Das war's mit diesem Part von Dead Space. Wir sehen uns nächstes Mal.